Und da bin ich auch wieder. Und jetzt machen wir uns mal auf zum Rocket-Lager. Ich hoffe, Island 5 war die richtige. Ich weiß es gerade spontan nicht mehr so genau. Ich denke aber, 5 müsste es gewesen sein. Die ersten 3 waren es nicht und 4 war zu klein dafür. Und ich sollte unten lang gehen. Damit wir auf die Weide kommen. Ja. Wenn hier ein Rocket-Rüpel rumrennt, dann bin ich richtig. Das ist eine Logik, aber sie funktioniert. So, jetzt habe ich 2 Passwörter. Aber Cobra und Makuhita Atiokam. Die Tür zum Lager ist offen. Yeah, dann rein da. Und wieder sind wir in einem Rocket-Lager. Aber das machen wir ja gerne, denn die Bösen müssen vernichtet werden. Hallo. Nun sehen deine Pokémon stark aus. Möchtest du sie verkaufen? Oh, du möchtest kämpfen? Ja, nee, verkaufen ist jetzt nicht so mein Ziel gewesen. Muss nicht. Und noch ein Hundester. Ja, es ging schnell. Oh, aber zu viel für mich. Und da haben wir den ersten Rocket-Rüpel wieder besiegt. Wir machen dir einen guten Preis. Verkauf uns deine Pokémon. Nein. Upgrade. Hier liegt Upgrade rum. Punkt. Ich habe jetzt keine Lust mehr, Sachen aus dem Beutel rauszuschmeißen, weil es nichts mehr gibt, was ich rausschmeißen könnte. Blöd. So blöd. Wusstest du, dass dies das Lager von Team Rocket ist, ehe du herkommst? Ja. Soweit ich mich erinnere, habe ich gesagt, auf zu Team Rocket. Na komm, na klar. Also irgendwie sind die Kämpfe sogar fast belastend. Die sind zu leicht. Wenn sie wenigstens spannend wären. Und was glaubst du, was du tust? Befreie alle Pokémon, die hier böse, keine Ahnung, ausnutzen. Team Rocket wurde zerschlagen? Auf welchem Planeten lebst du? Wurde es wirklich? Wirklich? Hey, eine Perle. Ah, ne, das war's falsch. Mensch. Das könnte hier ein bisschen dauern, bis ich hier mal durchgegangen bin. Aber wir haben ja. Sag nicht, ich habe schon wieder das Falsche genommen. Warum mache ich dann sowas? Ich laufe gerne im Kreis. Merkt man doch. Wie, ich laufe nicht so gerne im Kreis. Ist doch amüsant. So, nach unten. Das ist ein Item. Riesenperle. Gut, da ist eine Riesenperle. Die kann man teuer verkaufen. Wisst ihr Bescheid. Ha. So. Hier. Nö, das ist nicht so optimal. Links. Gibt ja so viele Wege. Probieren wir mal den obersten aus. Was ist doof? Den zweiten. Das zweite ist gar nicht so schlecht. Nur hier gibt es zu viele Auswahlmöglichkeiten, wo ich danach hin kann. Wenn ich mich einmal verklicke, weiß ich nicht mehr, wie ich hier hinkomme.
Yeah. Was haben wir denn hier? Matschbombe. Ach, wo muss ich denn jetzt hin? Nimm mal hin. Ja, hier ist richtig. Die anderen haben mir bereits von dir erzählt. Aber es kann nicht sein, dass ein Kind wie du unseren Boss Giovanni kennt. Doch, ich kenne ihn ziemlich gut. Wir sind richtig gute Freunde geworden. In den letzten Kämpfen, die wir ausgetragen haben und wo ich jedes Mal gewonnen habe. Glaubst du mir nicht? Warum nicht? Warum hast du zwei Hypnos? Das ist gemein. Wage es nicht zu lachen. Ich lach nicht. Versprochen. Misch dich nicht in die Angelegenheiten von Erwachsenen ein, du Plage. Ich bin auch erwachsen. Seelisch. Irgendwie. Ich weiß nicht und es kümmert mich auch nicht, ob das, was ich tue, recht oder unrecht ist. Ich vertraue Giovanni, befolge seine Anweisungen. Lass uns mal einen sehr loyalen Vorstand. Ja, das ist ein Vorstand, nicht nur ein Rüpel. Aber ein Vorstand hat trotzdem nicht so viele Chancen gegen mich. Tut mir leid. Außerdem siehst du genauso aus wie den normalen Rüpel. Das ist nicht langweilig. Hättest du mal etwas origineller sein können, Mädchen. Ich bin am Boden. Das bist du. Vorstand. Du handelst nach bestem Wissen und Gewissen. Jetzt verstehe ich es. Ich habe es so eingerichtet, dass du hier durch kannst, wenn du wiederkommst. Warum auch heute überfrischst du dich nicht, um gewappnet zu sein? Der Vorstand nach mir ist ein viel gewissenhafter Trainer als ich. Mach dich lieber auf einen harten Kampf bereit. Ja, jetzt kann ich hier hoch und runter. Möchte ich aber gar nicht. Du stirbst jetzt den Heldentod, Youngster. Dafür sorge ich. Das Verbreiten von Lügen über Team Rockets Auflösung. Das ist ein offensichtlicher Versuch, Unordnung in unsere Organisation zu bringen. Glücklicherweise schenken wir den Lügen eines Kindes keinen Glauben. Und nun zeige ich dir, wie grausam und wütend ein Erwachsener sein kann. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Der nächste Vorstand mit einem Goldbart. Super. Der ist ein viel, viel böserer Trainer. Merke ich. Ja, er kann Donnerblitz. Das ist gemein. Warum kann er Donnerblitz? Warum kann er Hypertränke? Rocket, Rüpel und Vorstände haben keine Hypertränke. Nicht in meiner Vorstellung. Und noch ein Hundemond. Natürlich. Alles kein Problem. Tada! Ah, du warst zu stark. Das ist der Orden von Giovanni. Es ist also wahr? Team Rocket ist Geschichte? Nee, Giovanni. Und von Giovanni habe ich noch gar nicht. Wir werden dieses Lager verlassen. Aber denke bloß nicht, es wäre erledigt. Ich lasse nicht zu, dass dies das Ende ist. Ich werde Giovanni finden. Ich werde Team Rocket auferstehen lassen. Das werde ich. Bis dahin, leb wohl. Tschüss. Oh, ein Forscher. Ein Einsamer. Fest hätte ich den Saphir für viel Geld verkaufen können. Dann musstest du kommen und alles kaputt machen. Es gibt keinen Erbarmen für dich. Also jetzt bleiben wir mal ganz ruhig, ja? Du bist so ein jämmerlicher Forscher. Du heißt Ingo, hast einen Voldubal. Ich habe viele Pokémon. Zwei davon auf Level 76, 77. Eins davon ist zwar gerade besiegt, aber ich reich auch nur ein Pokémon ein, um gegen dich zu kämpfen. Es ist jetzt wirklich nicht so schwer, ne? Jetzt gib mir diesen hässlichen Saphir wieder auf den... Du hast ein Porygon. Cool. Ah, Mist, Mist, blöder Mist. Ja, du wurdest besiegt. Wenn ich ihn nicht verkaufen kann, ist er wertlos. Nimm ihn und lass mich in Ruhe. Saphir halten. Tada. Was willst du jetzt? Mach schon, hau ab, lass mich. Na ja, ich gehe ja schon. So. Da ich hier nicht mehr viel zu tun habe, werde ich mal fliegen.
So. Und dann werden wir mal zu Celium. Auf Island 1. Tada! Das ist also der Edelstern, der zum Rubin gehört. Koromir, du hast alles auf dich genommen, oder? Ich weiß, dass es nicht leicht war. Ich bin dir sehr dankbar. Jetzt muss ich für dich arbeiten. Lass mir ein wenig Zeit. Okay, das ist gut. Hallo, Rika! Ich bin mit Lanette verbunden. Koromir, ich habe es geschafft! Ich konnte eine Verbindung zu den Trainern in Höhlen herstellen. Endlich funktioniert das Netzwerk. Koromir, das habe ich nur dir zu verdanken. Dank dir hat sich mein Traum erfüllt. Kriege ich jetzt was dafür? Ich weine nie. Das ist genug von meiner Seite. Koromir, du fängst weiter ein exotisches Pokémon, oder? Ich wünsche dir alles Gute. Wie, ich krieg dafür nichts? Spinner. Ich hätte doch gerne was dafür. Wirklich. Hallo! Koromir, ich habe Gerüchte über dich gehört. Apropos, Koromir, du bist doch aus Alabastia, oder? Ich hörte, das ist eine ruhige, angenehme Stadt. Will kommt aus Dukatia City, wo seine Familie noch lebt. Das ist eine eher geschäftige, lebhafte Stadt. Ich möchte eines Tages dorthin. Netzwerkverbindung Level 2. Verbindung mit Kanto und Höhen hergestellt. Ich will noch mehr spielen. Ja, Eiländer besichtigt. Tolle Sache. Urania. Wollen wir mal kurz nach Alabastia? Vielleicht sagt uns Professor euch was Interessantes. Wenn nicht, mache ich hier an der Stelle Pause und forsche dann mal. Nein, ich gehe nicht auf die Seeschauminseln. Definitiv nicht. Professor Eich, darf ich in die Höhle? In die Höhle? Der fragt mich nur nach meinem dämlichen Pokédex. Doll. Was machen wir denn jetzt? Schon fast Ende des Spiels. Aber ich denke, das ist hier ein guter Cut. Also wir machen auf jeden Fall noch einen Teil, weil es fehlt definitiv noch was. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also bis dann.